der heutigen Folge verkabeln wir die Anlage neu, bekommen Kerosin und haben endlich einen großen Stromgenerator. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minikraft Zeftechages. Ich bin der Onkel Poppy und ich habe da hinten was gebaut. Wie man schon im Hintergrund sieht, wir werden uns das gleich mal anschauen, denn ich habe schon eine ganze Ecke, wo ist mein Eimer? Da. Schon eine ganze Ecke vorgebaut. Ich dachte, da wäre ein Abgrund gewesen. Es ist manchmal echt merkwürdig, dass die Welt hier nicht mehr so richtig geladen wird. Ich weiß nicht warum. Nichts am Server oder was? Ich muss lügen, tatsächlich. Ich muss lügen. So, pass auf. Die Twin Tower. Ich habe erstmal die Baumreihe, ne? Die habe erstmal weggekloppt. Die ist weg. Das heißt, ich habe jetzt hier ohne Ende Holz. Das ist richtig cool. Habe hier die beiden Türme. So sieht man auch die Zwillingstürme besser, ne? Finde ich echt cool. Muss ich echt so sagen. So richtig geil. Sie sehen echt geil aus. Ohne Witz. So, habe, wie gesagt, ich habe die beiden Behälter hier füllen lassen. Das heißt, wir haben hier Full Oil, wir haben hier Full Diesel, wir haben drei Tanks, wo wir die drei verschiedenen Sachen rausgekriegt haben. Ich habe allerdings hier noch keinen Tank dran gepackt. Das heißt, Nafta haben wir noch und Öl haben wir noch. Jetzt muss ich mal überlegen, brauchen wir nur Nafta und diese vier? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Werden wir aber gleich sehen. Ich habe hier, um das nochmal zu zeigen, die Kiste dran gepackt für Bitumen. Ich habe hier hinten, hier war allerdings, dürfte nicht ganz so viel Bitumen rausgekommen sein. Genau, weil der ist ja schon wieder leer. Hier ist auch kein Strom mehr drauf. Ja, eigentlich haben wir alles erreicht, was zu erreichen geht. Jetzt müssen wir als nächstes einen Dieselgenerator bauen, denn ich habe gemerkt, als ich die Pumpe betrieben habe, dass mein Stromvorrat einfach so zu Ende gegangen ist. Da war Feierabend. Ohne Witz, ich habe keinen Strom gehabt. Das war definitiv zu wenig. Da war ich etwas geschockt, wie schnell das auch vor allem auch geht. Ja, Maxi, du hast es geschrieben. Danke für die mehrfachen deutlichen Hinweise. Aber mittlerweile habe ich hier erfasst. Du siehst, es ist noch leer, Alter. Ohne Witz. Also so langsam füllt der Block sich wieder auf. Aber es ist wirklich nur langsam. Es ist jetzt nicht so wirklich unwahrscheinlich schnell. Also für die Sachen, die ich bisher gemacht habe, hat das, was wir da gemacht haben, völlig ausgereicht. Deutlich völlig ausgereicht. Als ich dann hier hinten, oh, ich habe kein Essen mehr. Als ich dann hier hinten meine kleine, Kettenreaktion, nenne ich sie mal dazu, aufgebaut habe, war es halt einfach so gewesen, dass nicht mehr genug Strom vorhanden war. Oh, ich sehe gerade, hier oben fehlt der Konnektor. Ja, und dementsprechend, ich habe ihn zwar über Nacht laufen lassen, den Server, ja, und der ist irgendwann voll geworden, ist richtig. Aber es war hart an der Grenze, tatsächlich, muss ich sagen. Es war wirklich hart an der Grenze. So, pass auf, wir gehen jetzt erstmal ins Questbuch rein, in die Quest. Und greifen uns die erstmal ab, die Quest. Das heißt, wir brauchen einmal Diesel, oder? Na, wir brauchen Kerosin, wir brauchen Gasolin und wir brauchen Lubrikant. Ich glaube, das sind diese drei Geräte hier, weil da ist ja hier Diesel, ist ja hier drin und das macht er ja da draus. Das heißt, wir haben jetzt hier in dem Fall Gasolin. Was kommt als erstes? Nein, wir brauchen hier, was ist denn das? Ist das Gasolin? Brauchen wir alle drei? Lol. Das heißt, ich brauche drei Eimer. Alter, wie krass ist das denn? Habe ich denn noch drei Eimer? Nee, ich glaube, ich habe nur noch einen. Der ist hier. Da. So. Und dann fehlt mir noch einer. Ein Eimer fehlt mir noch. Haben wir noch irgendwo einen Eimer? Nee, haben wir nicht. Pass auf, dann gießen wir uns einfach mal einen. Da, Eimer. Ein Eimer. So, dann schmelzt sich doch mal weg. Schmeißen wir den da hin. Dann haben wir drei Eimers. Diese drei Eimers braucht man dann wahrscheinlich im Inventar. Ja, sieht ganz danach aus auf jeden Fall. Und dann haben wir echt nur dieses eine Ding. Wie krass ist das denn? Zwei von vier. Das heißt, wir haben Diesel gemacht im Distillation Tower. Wir haben Gasolin. Das ist wahrscheinlich jetzt die Nummer zwei.
Dann brauchen wir noch dieses Lubrikant und dieses Kryoson. Okay, das haben wir auch. Und wir brauchen... Ach, was ist das denn hier schon? Ja, guck dir das mal an. Using a modular machinery chemical mixer will allow you to mix Naphtha and steam to create propane, also Propangas. Grab a bucket to progress to... Alter. Ey, hier geht's ja, bevor es überhaupt weitergeht, ne? Das ist ja schon echt krass. Und vor allem das hier oben ist eigentlich nur so eine Nebenquest. Hier unten ist die Hauptquest. Da geht's... Oh, Leute, ich krieg das kurz hin. Was haben wir jetzt? Zwei Eimer? Dann machen wir da die Form wieder hin. Und dann gehen wir einfach mal hier weiter, so dass wir diese Quest erfüllt bekommen. Altobelli, wie krass ist das denn? Oh Mann. So. Das brauchen wir noch. Und das. Und jawohl, jetzt haben wir diese Quest erfüllt. Und wirklich nur für dieses eine Ding? Alter, das ist nicht dein Ernst, ey. Nee. Oh nein. Du alte Umweltsau. Oh. Altobelli. Hallo? Ich bin weggeschwommen. Das ist natürlich krass. Ich hab das mal gesehen zumindest, dass irgendeiner so eine Flüssigkeit ausgekippt hat und dann brannte die ganze Elke hier. Das war voll krass. Voll krass. So, pass auf, was haben wir hier? Wir brauchen jetzt Produce and Grab a Bucket of Steam. Okay, wir brauchen einmal den Dampf. Den müssen wir auch holen, damit wir hier vorwärts kommen. Hui! Und dann müssen wir aber, so, den Dampf kriegen wir hier raus. Alter, krass. Stimmt, der Dampf steigt nach oben, deswegen müssen wir den Eimer umdrehen. Oh, wie geil. So. das haben wir weiter. Alter, jetzt geht's hier aber echt weiter, ne? Alter Schwede. Using a modular machinery chemical mixer. Wo ist denn sowas? Modular. Heavy Machinery Immersive Tech. Modular. Gibt es ja sowas? Was ist das? Ich kenne das nicht. Modular. Multiblock Projektor. So, ich habe irgendwas gefunden. Ich weiß aber nicht, ob es richtig ist. Das könnt ihr bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt mal nach Mixer, nur nach Mixer gesucht. Und bin hier auf den Chemical Mixer gekommen. Modular Machinery. Ja, das ist doch das Ding. Modular Machinery Chemical Mixer. Das heißt, wir brauchen einen Blueprint. Hanf, Coal Coke. Das sollten wir zusammenkriegen. Und das ist dieses Structure Preview. Dieses Ding müssen wir bauen, so wie es aussieht. Und damit können wir... Alter. Und das braucht wahrscheinlich auch wieder Strom, so wie ich das so sehe, ne? Das sieht zumindest ganz danach aus. Das heißt, wir werden jetzt definitiv erstmal den alten Dieselgenerator bauen. Das machen wir jetzt, damit wir erstmal eine Stromgrundlage haben. Ne, das heißt, wir brauchen den Dieselgenerator. Hatte ich ja schon mal aufgerufen. Aufgerufen. So, dafür brauchen wir folgende Sachen. Die crafte ich jetzt mal ganz kurz. Das heißt, ich schneide nochmal. Und dann sehen wir uns sofort wieder, wenn ich die Sachen habe. Ne, alles klar. Bis gleich. So, während ich jetzt hier wieder zurücklatsche, habe ich die ganzen Sachen bei mir. Und wir bauen jetzt einfach diese Generator hier mal hin. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass wir hier so ein Areal hinmachen. Ich würde ja auch gerne hier diese Bitumensachen verwenden dafür als Untergrund, ne? Denn solche großen Tower einfach nur auf Rasen zu stellen, ist nicht ganz so realistisch. Deswegen ist der Plan, das natürlich mal irgendwann so zu bauen, dass wir hier Asphalt drunter machen. Diese Generator, genau. Dass wir hier Asphalt drunter machen und dann sieht das Ganze auch vernünftig aus. So, das heißt, ich würde... Wie rum wird denn er gebaut? So rum wahrscheinlich. Das heißt, ich würde den wirklich dann, glaube ich, hier so hinpflastern. So. Oder noch ein bisschen... Nee, warte mal. Wir können den... glaube ich, auch da hinstellen. Dann haben wir hier die Rohre nochmal frei. Ich glaube, das sieht etwas cooler aus. Falls wir doch noch hier so einen weiteren Behälter hinbauen wollen, dann haben wir so den entsprechenden Abstand, ne? Das heißt, können wir noch ein Stück nach hinten? Ja, können wir sogar.
so? Doch, ich glaube, das ist schon etwas... Oh, das ist ja noch geiler. Alter, das ist ja noch geiler, Mann. Okay, das heißt, wir bauen dieses Ding jetzt hier mal hin. Hallo? So. Und, du bist falsch. Du bist so ein falsches Ding, Alter. Das gibt's gar nicht. So, dann bauen wir nämlich diesen Generator hier einfach mal hin. Wie schon geschrieben, der wird jetzt nicht auf Dauer die Lösung sein, aber so vorübergehend und vor allem, wie Maxi das auch schon geschrieben hat, einfach eine hübsche Struktur, muss man ja auch ganz klar sagen. Also die hat schon, oh, aber auch teuer vor allem, ne? Wenn man sich das echt überlegt, richtig teuer. Also ich habe auch tatsächlich vom Craften her schon eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis ich fertig wurde. Bis ich dann auch wirklich alles erreicht habe hier. Es ist schon Wahnsinn. Also hätte ich das normal in der Aufnahme gemacht, dann hätten wir, glaube ich, 8 Folgen oder so vollgekriegt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, wir haben jetzt einmal den Generator. So schaut dem Generator aus. Hier haben wir dreimal, Alter, dreimal Strom. Strom-Output wahrscheinlich wird das sein. Der sieht echt cool aus. Lol, von vorne sieht er aus wie so ein LKW oder sowas. Krass. Ist wirklich so. Von vorne sieht er echt aus wie ein LKW. Hier diese amerikanischen LKW mit der langen Schnauze vorne dran, weißt du? So sieht er echt aus. Hier die beiden Lampen. Da und da. Und dann hier der große Kühlergrill. Oben. Hier ist dann in der Regel immer so eine kleine Figur drauf. Voll geil. Lol. Voll cool. So, was haben wir hier noch? Ah ja, okay. Hier haben wir dann den Generator selber. Und hier kommt dann Strom nachher raus. Hier ist die Spule und oben ist dann der Stromausgang. Das heißt, hier wird höchstwahrscheinlich, gehe ich da mal von aus, Safteingang sein, sozusagen. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Warte mal, hier geht Diesel rein, ne? Das heißt, wir haben ja hier das Rohr. Wenn ich jetzt das Rohr hier einfach verlängere und hier dann drin klatsche, dann haben wir zufälligerweise auch auf gleicher Höhe. Ist gekonnt, ist genau ausgelotet. Natürlich, haben wir genau gesehen. Das heißt, ich würde das jetzt, glaube ich, auch wieder hier freischippen. Ach, guck mal, haben wir sogar noch mal einen gut. Würde dann auf dem Wege... Oh, geilo. Das ist ja voll geil. So, dann haben wir nämlich hier zweimal Input. Behaupte ich jetzt aber mal so. Zweimal Input. Das ist nur die Frage. Guck mal. Hier haben wir sogar noch einen Ein- und Ausschalter. Ah, lol. Richtig? Ah, der wird wahrscheinlich nur bedienbar sein, sobald wir hier Saft drauf haben. Okay, das heißt, ich hole mir jetzt nochmal so ein paar Fluid Pipes. Lege die hier hin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Bis gleich. So, ich habe jetzt nochmal ein paar Fluid Pipes gemacht. Ich hoffe, die reichen auf Dauer. Was heißt auf Dauer? Also bis dahin zumindest. Oh, ich bin schon wieder tot. Ansonsten habe ich Pech, ey. Da muss ich echt nochmal Eisen holen, dass wir die Pipes nochmal bauen können. Alter Falter. Ohne Witz, da geht richtig Stoff drauf, ne? Muss man ja auch mal so ganz klar sagen. Ist jetzt nicht einfach nur so, komm, wir machen das mal, sondern ich weiß nicht, wie oft ich Material farmen gegangen bin. Damit wir das hier so bauen können. Ach, gucke, jetzt haben wir hier gleich auf dem Wege ein bisschen weniger. Guck dir das an. Alter. Okay. Ja. Kann man den einschalten? Braucht der Strom? Generiert er schon Strom? Hallo? Machst du schon irgendwas? Federn, Leute. Dass es auch wirklich das ist, was ich hier brauche. On. Off. Das ist halt die Sache. So, Federn habe ich gefunden. Ich weiß, woran es liegt. Es liegt an diesen, wo sind sie hin? An diesen Wire Relays im Endeffekt. Das heißt, solange... Wie dann, also beziehungsweise ein Relay wird da wohl nicht dran angeschlossen werden können, sondern du brauchst echt einen Connector. Und sobald du einen Connector hast, ist es der Punkt, sagt das System, okay, ich arbeite.
Und dementsprechend habe ich jetzt gesagt, ich mache mal, oder nehme mal vier Connector mit. Konnektoren. Konnektoren heißt das, ne? Einzahl ist Connector und Mehrzahl ist Konnektoren. Richtig? Die nehme ich mal mit und wir ballern hier einfach mal, ups, was drauf. So. Das heißt, das Ding produziert, was war das gewesen? 4000 RF pro Tick oder sowas. Und das Ganze machen wir jetzt dreimal oder wie war das? Oder teilen die sich das? Ich weiß nicht, schreibt das bitte mal ins Kommentar rein, wie das funktioniert. Teilen die sich jetzt das, was der Generator im Endeffekt produziert? Oder, halt, warte mal. Wir können natürlich auch sagen, wir nehmen das Kabel hier drin. So, das sieht, glaube ich, besser aus. Dann kannst du nämlich direkt von hier. Nee, pass auf. Ja, geilo. Wir schließen alles hier an. Wahrscheinlich explodiert jetzt gleich die Leitung. Boah, wetten. So, dann schließen wir nämlich alles hier einmal an, damit auch alles schön unter Strom steht. Und wir bloß nicht in Probleme geraten, ne? Das wäre nämlich jetzt echt doof. So, da. Oh. Hallo? Was ist denn das? Da lag der Connector einfach so doof rum. Lul. Und wir brauchen noch ein Kabel, ne? Ich habe nur ein Kabel. So, pass auf, wir schmeißen den jetzt einfach mal ein hier. Pass auf. Und da läuft er. Der rattert richtig. Das ist nämlich voll gut. Der rattert richtig, haut ein bisschen Dampf raus. Aber wir haben jetzt hier die Pumpe, die läuft. Und die läuft voll. Das ist schon mal voll gut. Hier kommt ein bisschen was durch. Das ist jetzt ein bisschen semi-pro, ne? Weil so ganz astrein läuft er ja nicht, muss ich sagen. Okay. Im Moment verbraucht er mehr Diesel, als er produziert, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Ja gut, das ist ja jetzt nicht weiter wild. Hier sind die Tanks jetzt mittlerweile voll geworden. Das heißt, er hat hier getrennt zwischen Kerosin, Gasolin und das andere ist raus. Okay. Aber mir ist eigentlich viel wichtiger, dass er hier... Ah doch, okay. Alles klar. Ich habe gerade so ein bisschen Panik geschoben. Aber dann lag das hier an dem Tower, dass der Tower doch so viel Saft rausgezogen hat im Endeffekt. Das heißt, er produziert doch mehr Diesel, als er verbraucht. Das ist schon mal ein schöner Schritt. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt sind wir bei 440. Genau. Dementsprechend bläst er natürlich hier erstmal runter, ist klar. Weil er muss ja hier erstmal produzieren. Okay, das ist schon mal schön. Wenn er hier dann voll ist irgendwann, dann nimmt er sich nur noch das, was der Generator wirklich auch braucht und nichts anderes. Dann wird auch dieser Tank wieder voll und er pumpt durchgehend. Das ist schon mal richtig gut. Das heißt, wir haben hier schon mal einen guten Fortschritt gemacht. Ich habe zwar eine kleine Schneiderarbeit vor mir, aber das sollte jetzt nicht das größte oder größte Problem sein an diesem Projekt. Wir müssen nur noch zusehen, dass wir nochmal ein Kabel bekommen. Das sollte, glaube ich, das kleinste Problem sein. Oder? Oder? Lull. Okay, das heißt, ich mache mir noch ein Kabel. Und werde dann nochmal die Leitung hier verbinden, sodass wir auch gleichzeitig die Batterien da hinten aufbauen können. Was ich auch noch machen werde, ist, dass ich hier vielleicht, wäre das ratsam, hier oben mit HV zu arbeiten, anstatt mit MV? Wäre das zu raten? Schreibt es doch rein, weil ich meine, die HV-Kabel sind nicht geschirmt. Also gesichert im Endeffekt. So wie hier. Das heißt, ich kann jetzt hier ohne weiteres dran lang gehen und kriege keine gewischt. Während ich, wenn ich jetzt hier ein HV, was ja Sinn macht hier tatsächlich, ne, dass er mit HV rausgeht. Aber da müsste ich, glaube ich, erst einen Umschalter, einen Wandler oder sowas bauen, ne? Ich glaube, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen. Ihr könnt es da schon mal ins Kommentar reinschreiben, was ihr davon haltet. Oh Mann, das ist bald voll. Was ihr davon haltet.
wie wir uns da so verhalten sollten, das weiß ich nicht. Schreibt es mal rein ins Kommentar, keine Ahnung. Vielleicht machen wir auch ein Umspannwerk noch oder sowas, mal sehen. Haben wir die Möglichkeiten, dann über die Batterien und so weiter zu gehen, machen wir die großen Konnektoren drauf fertig. Das ist, glaube ich, das kleinere Problem. Und wir machen das Ganze auch noch ein bisschen schöner, das heißt die Kabellage vielleicht sogar auch unter der Erde. Mal gucken, ich weiß es noch nicht, wie wir uns das so bauen. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Danke fürs Zuschauen, euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss. Hey.